Yo, servus an unsere Hallo Freunde, und zwar ich melde mich hier mit dem Venom. Der hat mir gerade hier erzählt, dass es so Bots gibt auf Steam. Für die einen oder anderen kennen es vielleicht schon, ja, es gibt schon länger. Der eine oder andere aber auch nicht. Und zwar kann man hier die Steam-Level farmen. Also man kann quasi über diesen Bot, wenn man CSGO-Key bezahlt, kriegt man Karten. Wir checken das jetzt ab, Freunde. Funktioniert das wirklich? Kann man so. Vor allem, was mich interessiert, ist, spart man dadurch Geld? Kriegt man Kartensets. Mit diesen Kartensets kann man dann XP-Level abdrücken, also Abzeichen machen. Das findet ihr hier. Da habe ich auch ein externes Video darüber gemacht. Hier, Abzeichen. Mit diesen Abzeichen kriegt man 100 XP. Und wenn du dein Ding da oben voll hast, dementsprechend welches Level du bist, es wird immer mehr. Steigst du ein Level auf, dann kriegt man, was kriegt man dann? Fünf Freundeslots dazu, ein Showcase ab Und Level halt 10 Smileys und Hintergrund. und Smiley und Hintergrund für Steam, ja. Und man wird halt ein höheres Level. Das höhere Level bringt halt das, dass du bei anderen im Profil zum Beispiel höher angezeigt wirst. Hier werden zum Beispiel die Leute angezeigt, die ein hohes Level haben, ja. Und ich mach's nur, ich würde niemals für so einen Scheiß Geld ausgeben, Freunde. Ich mach das nur, weil ich dadurch Leute kann. Man kriegt nach jedem Level, was man aufsteigt, immer 5 Levels dazu, aber das habe ich schon gesagt. So, also jetzt erklärt es mal kurz, da stehen auch die Comments schon dabei. Also man kann den Bot adden und wird dann sofort eine Nachricht bekommen. Es kommt auf Bot und Bot an, wie viel Sets ihr rausbekommt. Die höchste Rate bis jetzt ist ein CSGO-Key und du bekommst 19 Kartensets, was dann halt 1900 Alter, der hat XP mich sind. direkt angeschrieben. Ich habe jetzt eine Freundesanfrage geschickt und dann kam direkt dieses Chatfenster mit dem Bot. Ja, sag ich doch. Hello, Und? I'm a card bot. Use check or buy or help. So, da kannst du jetzt halt die Was soll ich jetzt so reingeben? Ausrufezeichen Level und was du halt für ein Level bist. Aber ab 250 funktioniert es nicht mehr, weil dann sind die Kartensets zu teuer. Also das Maximale, was ihr machen solltet, bis mindestens bis Ja, jetzt was muss ich so. denn jetzt eingeben, dass ich jetzt sehe, wie was wo? Also Ausrufezeichen Level und dann dein Level dahinter, was du mal haben möchtest. Achso, das, was ich haben möchte. Ja, Ja, was möchte ich der denn rechnet das haben? aus, wie viel du dann brauchst. Ja, aber ich möchte das jetzt nur ein Key. Für ein Key möchte ich doch jetzt nur. Ich möchte das jetzt Ach nur. so, dann schreibst du Ausrufezeichen buy one, also buy und dann die 1 dahinter. Gut. Und jetzt? Schickt er dir nur Offer, dann müsste jetzt gleich eine Nachricht kommen, dass er deinen Handelsantrag gleich schickt und dann musst du bloß noch bestätigen und dann hast du das Zeug. So, Freunde, da gucken wir mal. Wir checken das jetzt aus. Ne, ich habe nichts bekommen, nur eine Einladung. Bye. One, also einfach nur die 1 dahinter und dann kriegst du eine Offer dafür. Jetzt, siehste, du hast es mir nicht richtig gesagt. Bye. Ausrufe Ja. bye und dann ein Leerzeichen und eins. Yep, Ja, sorry. das. Schneid das einfach raus dann. Also, sorry, aber. Dann kann es nicht gehen. So, oh. Der schickt mir echt hier diese Kartensets. Einfach Das. annehmen, kannst du vertrauen. Ja, aber was verdienen die daran? Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber irgendwie wird sich das schon lohnen für die. Ich glaube, die haben dann einfach bloß auf einem Account Idle Master laufen und farmen dann halt somit die Karten Ich kostenlos, gucke aber jetzt ich glaube es mal, eher was das nicht. kostet, was es hier wert ist. Achtung. Wir gucken jetzt mal genau. Der Key ist 2,60 € wert. 50. Also kommt drauf an, welchen hast. Aber wir können mal nebenbei rechnen. Ein Abzeichen, zwei. Es müssten eigentlich 19 Stück sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das sind wirklich 19 Abzeichen. Hey, der schickt mir Sachen im Wert von 5 Euro. Hab ich doch gesagt. Jetzt müssen wir mal nachrechnen. Also ein Abzeichen, wenn ich ein Abzeichen über die eine Seite hole, wo ich sehe, was am günstigsten ist, da kostet eine Karte auf, 5 Karten sind es dann meistens, kosten 5 Cent. Also sind wir mal bei 25. Also 25 mal 5, weil 5 kann man machen. 0,25 mal 5 ist 1,25 €. Das habe ich vorhin ja auch schon erwähnt. So, 1,25 €. Dann mal 3.
Sind wir bei 15? Das kann ja nicht sein. Ich mach den Handel mal. Dass mir das wirklich geht, das ist ja da. Wenn ich quasi die Karten kaufe, dann gebe ich aus 2,50 €, also der gleiche Preis, kriege aber nur 10, krieg nur 1000, ich krieg 900 XP mehr. Ja. Aber jetzt testen wir das mal. Der Handel wird hier nicht angezeigt, aber jetzt gucken wir mal. Ich gehe das Risiko jetzt ein und gucke, ob ich wirklich diese Karten kriege. Du hast es getestet, also das safe geht es. Ja. Weil diese Dinger werden bei mir hier nicht angezeigt. Das macht mich ja schon Ja, skeptisch, das wenn lädt ich das. ewig, das ist halt Steam, aber nimm's einfach an, das funktioniert. Am Handy wird es wiederum angezeigt. Ja, jetzt habe ich diese Karten. Kannst du ja auch mal kaufen. 5 Stück. Krasser Scheiß, Freunde. Also, und wie findet man diesen Bot? Wie heißen die? Woher weiß man das? Also man kann es, es sind die Oder woher sicheren Bots hast auf du einer das Seite überhaupt aufgelistet. erfahren, dass es sowas überhaupt gibt? Ich habe von einem Freund, ich habe mit dem geredet, wie der sich die ganzen Level kauft, weil der Level 420 ist. Und der hat dir das gesagt, also von Mund zu Mund Propaganda geht es weiter. Aber ein Ja, aber Video du von kannst sowas doch. hast du auch noch nicht gesehen, oder? Doch, auf YouTube mittlerweile gibt es da viele. Aber du kannst dir einfach eine. Da gibt es eine Seite, will ich gar nicht den Namen von. Das sind alle sicheren Bots aufgelistet. Und die höchsten machen bis jetzt 19 Kartensets für einen CSGO-Key. Also Freunde, diesen Link zu diesem Bot den findet ihr auf schmandi.de slash Gaming Index oder Gamble Index oder generell auf schmandi.de. Schaut da mal rein, da findet ihr schon alles, da ist alles aufgelistet. Unter anderem listet ihr es auf und unter dem Video natürlich auch zu finden. Ja? Gut, dann bedanken wir uns für alle für deine Informationen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch geklappt hat. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Sachen, Bots, es gibt ja alles Mögliche. Gibt ja auch mit Skins bestimmt irgendwas. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne ins Video unten reinschreiben. Also Freunde, bis dann. Sag noch Tschüss. Oh.